Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind hier im Casino und sollen auf Miranda warten. Wir wollen uns mit ihr hier treffen. Und da bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Hey, sie ist tatsächlich in Rot. Miranda. Sie sehen gut aus, Shepard. Ich dachte mir, wir gehen mal aus. Und spielen Roulette. Sie haben wohl etwas Zeit, mal zu verschnaufen. Ja, aber ich bin's nicht gewöhnt. Ich fühle mich verloren. Wie traurig. Ich dachte, wir brauchen eine Pause. Wozu die Galaxie retten, wenn man sie nicht hin und wieder genießt? Ich muss sagen, ich bin überrascht. Dachte ich mir schon. Ich kann streng sein. Sie sind fokussiert. Glauben Sie mir, ich verstehe das. Ich habe über unser Gespräch nachgedacht. Über ein normales Leben. Mist, ich kann das nicht. Die Wahrheit ist, ich kann nicht gut normal sein. Das führt meist zur Katastrophe. Schon klar. Wir brauchen Übung darin. Vorschläge? Jede Menge? Sehen Sie sich um. Ein Raum voller guter Ideen. Hier? Hier gibt's nur Alkohol, Glücksspiele und Zeitverschwendung. In Ordnung. Mehr Wein. Mehr Wein für die Dame. Oh Gott, ich werde das bereuen. Das könnte schon sein. Freunde ziehen um die Häuser. Was kann schon Schlimmes passieren? Los, Partnerin. Machen wir ein bisschen Ärger. Wir könnten mal wieder durch ein Aquarium stürzen, zum Beispiel. Sowas passiert regelmäßig, wenn wir Freizeit haben. Naja, gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier irgendwo wieder rausgehen. Was ist denn da raus? Ja, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, oder? Kommt man da eigentlich auch irgendwie? Kämpfst du an der Seite anderer Spezies? Ja, das volle Programm. Hab schon mit Menschen. Oben ging's, glaube ich, auch raus, oder? Was machen wir als erstes? Naja, oder auch nicht. Nee, ich glaube. Was ist das da? Ach, einfach nur tanzen. Naja, gut, dann geh mal den anderen Weg, bevor ich hier noch mich ewig lang rumsuche. Ich hätte gedacht, da gab's noch einen anderen Weg, aber egal. Oder wir sind sogar auf dem richtigen, wo ich gedacht habe. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen. Den habe ich eigentlich gedacht gehabt. Nun gut. Dann geht's mal zurück zur Normandy. In unserem Apartment haben wir nichts zu tun mehr und hier auch nicht. Und jetzt bin ich gespannt, ob wieder irgendwas kommt. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Haben wir neue Nachrichten? Nein, keine neuen Nachrichten. Das ist jetzt überraschend. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. Aber da im Apartment nichts ist, auf diesem Bezirk nichts ist, Commander? Hier nichts ist, wir alles andere gemacht haben, geht's jetzt mit der Story weiter. Ja, das Spiel überrascht einen. Ich dachte, wir machen mit der Story weiter und dann haben wir auf der Zitadelle noch was zu erledigen. Und dann dachte ich, wir haben noch was auf der Citadel zu erledigen. Und dann... und dann geht's auf einmal das Spiel weiter. Mit der Hauptmission weiter. Ja, gut. Soll es auch recht sein. Dann lasst uns mal eine Cerberus-Basis ausheben. Müssen wir noch tanken vorher? Nein, müssen wir nicht.
Hoppala, hoppala. So, jetzt aber. Ah, guck mal, das ist dieser rote Riese, den man immer gesehen hat. So im Hintergrund. Hm? Nee, hier scheint es nichts zu geben. Na gut, dann hätte ich vorgeschlagen, landen wir mal auf der Station. Das ist er also. Shepard, Ihre Informationen sehen gut aus. Die Flotten sind bereit. Aber? Wenn wir gegen Cerberus vorgehen, werden es die Reaper bald darauf mitbekommen. Und der Tiegel? Fertig. Hi! Noch den Katalysator. Aber wir können die Schiffe, die Cerberus angreifen, nicht verstecken. Sobald wir angreifen, ist der Tiegel nicht lange sicher. Eine Aktion gegen Cerberus wäre die erste Phase unseres Angriffs auf die Erde. Und was ist, wenn wir den Katalysator nicht finden? Was ist, wenn Cerberus die Info nicht hat, die wir brauchen, oder wir sie nicht bekommen? Dann fliegen die Flotten zur Erde und wir hoffen das Beste. Aber wir sind sicher, dass Cerberus und der Unbekannte die Information haben, die wir brauchen. Und wir werden sie überraschen. Cerberus ahnt nicht, was sie erwartet. Gut, da war jetzt der Hinweis, dass der Tiegel fertig ist und sie ihn nicht mehr verteidigen können gegen die Reaper, sobald wir das machen. Das bedeutet, wir, habe ich auch schon gesagt gehabt, nach dieser Mission, also wenn wir jetzt halt sagen, wir greifen jetzt an, dann wäre es vorbei mit sämtlichen Nebenmissionen und alles Mögliche. Aber es gab ja anscheinend jetzt nichts mehr, von daher greifen wir jetzt an. Die Reaper und Cerberus haben angefangen und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Alles klar. Es dauert noch ein paar Stunden, bis die Flotten soweit sind. Ich hasse die Warterei. Ich habe schon versucht, mich irgendwie abzulenken. Ist dir was Gutes eingefallen? Ich dachte, du könntest vielleicht Gesellschaft brauchen. Ja, das könnten wir. Würdest du bei mir bleiben, bis es losgeht? Solange du willst. Wieder dieser Traum von dem Jungen. Sie sind ein großer Beschützer hier. Aber alles können auch sie nicht. Shepard! 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 Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst verlassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Alles okay? Mein System hat sich angepasst. Keine negative Reaktion mehr auf dich. So überleben wir. Überleben wir auch durch Anpassung? Bei Erkältung und Interspeziesliebe schon. Bei Reapern nicht. Du tust genau das Richtige. Du hast die größte Militärmacht der Geschichte aufgestellt. Niemand hätte mehr tun können. Ja, aber reicht das aus? Wir haben so viel verloren. Manchmal da... Du weißt nicht, ob der verbliebene Rest den Kampf wert ist. Das kenne ich. Und dann greife ich nach dir. Danke.
wann immer du mich brauchst. Das Einsatzteam ist drin, Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Ich würde sagen, das hieß wohl, ja, sie kommt mit. Aber es macht auch Sinn, dass sie mitkommt. Sie kennt sich da am besten aus. So, dann Edi und Tali kommen mit. Das passt, das passt. Wie sieht's bei ihr hier aus? Das passt ja nicht. Sie soll auch die Bogenpistole nehmen. Die ist nämlich gut. Nahkampfschaden. Mehr Munition. Nehmen wir das Ding. Hör mal, machen wir das mal so. So, die Hurricane 5. Das passt, denke ich. Alles klar. Bei dir müsste auch noch alles passen. Sehr schön. 3 Punkte, da geht's nicht viel weiter zu machen. Da ist nichts viel zu machen. Da können wir aber noch was machen. Da geben wir auf jeden Fall was drauf. Nehmen wir das für die Gruppe. Und dann noch ein Punkt hier drauf. Sehr schön. Und dann geht's zu Cerberus. Mal sehen, was uns da erwartet. Außer der Unbekannte. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Könnt ihr uns reinbringen? Hey, ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edi. Die fünfte Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Sicher kein schönes Gefühl, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Aber natürlich. Und Sie auf sich. So, Cortez, dann musst du mal wieder zeigen, was du kannst. Das könnte kein angenehmer Ritz werden. Wobei, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ist alles okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Moment, warum ist er wieder auf diese Waffe? Gut. Jäger? Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Okay. So, hier so eins, so eins. Ja.
So, ich hoffe mal, die Panzerung geht bald mal raus hier. Ah, jetzt hat es. Sehr gut. Jetzt geht's gleich ein bisschen schneller. Der sollte bald Geschichte sein. Oben ist noch irgendwo ein Nemesis. Ja, hier ist er. Das ist die Frage. War's das? Ja, ich glaube, wir haben getroffen. Oder? Nee, ich glaube, wir haben doch nicht getroffen. Den Hangar entlüften. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Alles klar. Ist hier noch was? Nee. Okay, ober. Wo geht's denn hoch? Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Schon klar, ich suche doch gerade, wie es hier hochgeht. Shepard, wir haben fast keine Zeit mehr. Finden Sie eine Konsole, bevor Cerberus den Hangar entlüftet. Moment, da ist irgendwie. Da kommt man nicht hoch. Ach, da komme ich auch nicht durch. Mist. Shepard, wir müssen eine Konsole finden, um Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Ich bin ja schon dabei, irgendwo einen Weg zu finden, wo wir da hochkommen. Kommen wir da hoch? Hangar 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Eindämmungseinheiten aufteilen. Jägerstarts auf Buchten 14 und 20. Oh. Dekompressionssicherheitsmaßnahmen deaktiviert. Auf Kaltstart Umgebungsbarrieren vor. Hier ist er. Hier ist eine Leiter. Ich hab's ja endlich gefunden. Und jetzt sterben wir, oder? Ja. Das war irgendwie sowas von klar. Ich hätte vielleicht auch Shepard, einfach. Cerberus will den Hangar entlüften. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Ich hätte vielleicht auch einfach schauen können, wo wir hin müssen. Dann hätten wir vielleicht auch gefunden, wo wir hin müssen. Also wo es lang geht, meine ich. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und verhindern dieses Entlüften in der nächsten Folge. Dann sagen wir vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!